gestellt. So, herzlich willkommen zum letzten Teil der Konferenz. Ich stehe mal auf, weil wir so ein Panorama haben, wir jetzt anders sitzen. Wir wollen zum Schluss ein Fishbowl mit Ihnen machen, also ein Gespräch unter der Überschrift zur Zukunft der EU. Viele von Ihnen kennen das Format wahrscheinlich schon. Fishbowl heißt Goldfischglas. Wir sitzen hier vorne, drei sind besetzt, drei Plätze, und drei bleiben frei. Das heißt, jeder von Ihnen, der eine Frage hat, eine Anregung, eine Idee mitdiskutieren möchte, kann sehr gerne nach vorne kommen und das tun. Wir sind natürlich des Problems bewusst, dass das dann oft, wie es in der Öffentlichkeit ist, die Lauten sind, die eloquenten Menschen, die sich sehr gut ausdrücken können. Deswegen möchte ich auch ganz bewusst nochmal auch die Stilleren ermutigen, vielleicht die auch Laien sind, es müssen nicht unbedingt Expertenfragen sein, die hier gestellt werden. Kommen Sie gerne nach vorne und nutzen Sie einfach die Möglichkeit. Es gibt keine Beschränkung, wie lange Sie hier sitzen dürfen. Also ab eine Minute oder zehn können Sie gerne tun. Ich möchte daran erinnern, das, was, glaube ich, Herr Steenblok vorhin gesagt hat, an die Dolisar-Gemeinschaft denken. Also wenn andere rankommen wollen, wenn jemand hier steht und rein möchte, seien Sie so nett, stehen Sie auf, geben Sie den Platz wieder frei. Eine Beschränkung gibt es aber, die haben Sie heute Morgen schon kennengelernt, das ist das Glöckchen. Das heißt, es gibt eine Redebeschränkung von 3 Minuten. 3 Minuten ist ziemlich lang. 3 Minuten ist ein Radiobeitrag, das heißt, Sie können 3 Minuten reden. Damit es aber einigermaßen flott weitergeht, klingelt es dann nach 3 Minuten, klingt ein bisschen wie an Weihnachten, und dann würden wir Sie bitten, zum Ende zu kommen. Genau. Ein Satz noch kurz zu mir. Ich bin Miriam Janke, Journalistin, Moderatorin und Trainerin aus Berlin. Ich bin heute, sage ich mal, als Weichenstellerin hier. Wir haben ja auch inhaltlich keine Vorgaben, was hier gefragt werden kann. Das heißt, ich versuche einfach das Gespräch unter diesen Menschen, die hier sitzen, möglich zu machen. Und ich nenne es mal gelenkte Anarchie. So, wir haben... Ich bin lieber der Anarchist als der Gelenkte. Der Gelenkte. Wir haben am Anfang 3 kurze Inputs, um so ein bisschen reinzukommen, damit Sie auch warm werden und sich schon mal eine Frage ausdenken können in der Zwischenzeit. Der erste Herr, der dran ist, ist Joachim Fritz Vername, der hier sitzt. Direktor des Programms Zukunft Europas bei der Bertelsmann Stiftung, und er hat auch in der Bill-Kommission mitgearbeitet. Herr Vername, Sie möchten noch mal auf die Begriffe kommen, Solidarität und Stärke, weil der Ausgangspunkt war ja Ihre Begriffsprägung mit Solidarität und Selbstbehauptung. Also der einschlägige Artikel erschien damals in Spotlight Europe, das ist der Policy-Brief auf Neudeutsch gesagt, der bei uns in der Stiftung im Schnitt einmal im Monat erscheint, ja, beschäftigte sich mit der Frage, ja, was kann denn eigentlich Europas neue Story sein, nachdem die alte Story, Erweitern und Vertiefen, ja endgültig abgehakt war, nicht abgearbeitet, aber abgehakt war. Und der Begriff der Solidarität fand, jetzt reden wir ruhig mal ganz offen, Herr Füchs, nicht wahr, in diesem Hause natürlich durchaus Stirnrunzeln, weil es ja ursprünglich ein eher sozialdemokratischer Begriff ist. Mein Beitrag damals hat allerdings sehr schnell klar gemacht, dass er weder in die sozialdemokratische Tradition gehört, wenn wir von Europa reden, noch in die christliche, sondern ganz eindeutig zu definieren ist als aufgeklärtes Eigeninteresse. Denn wo 27 miteinander arbeiten, streiten, Kompromisse schließen, hat jeder seinen eigenen Vorteil im Blick. Das ist normal, das ist richtig. Am Ende muss aber ein gemeinsames Ganzes, nämlich ein Beschluss herauskommen, in dem sich ja alle irgendwo wiederfinden. Und wie gesagt, deswegen diese Definition als aufgeklärtes Eigeninteresse. Der Begriff der Selbstbehauptung hinterließ mich damals schon beim Schreiben mit so einem etwas unsteten Gefühl, denn dieses Spotlight Europe wird traditionell auf Deutsch und auf Englisch herausgegeben, und ich habe stundenlange Telefonate mit unserem Übersetzer über die Übersetzung von Selbstbehauptung gehabt. Also vor allem, wenn man auch das versucht, dann noch ins Französische zu transponieren, kommen dann plötzlich so Begriffe wie Autodefense und sowas ins Spiel, die wirklich nun so gefärbt sind, dass man erschrickt, gerade also ich jedenfalls. Also es blieb so ein Rest, und der Rest, der war auch am Anfang dann der Diskussion hier in diesem Hause, Gegenstand der Diskussion, und wir haben uns dann über die Monate hinweg sehr schnell rangerobbt und gesagt, ja, eigentlich ist damit das gemeint, was man im Englischen mit Strength
bezeichnen würde. Das wieder rückübersetzt, lässt aber den einen oder anderen auf Deutsch erschrecken, weil Stärke klingt gleich so machtvoll und machtbewusst und nicht zu sagen machtgeil. Also da musste man sich auch eingewöhnen. Insofern haben beide Begriffe ihre eigene Geschichte in diesem Diskussionsprozess auch gehabt. Am Ende hat die Böll-Stiftung sich für Solidarität und Stärke entschieden. Ich habe gesagt, ich kann damit sehr, sehr gut leben. Das ist ja nicht mehr mein Prozess gewesen von dem Augenblick an, wo hier so viele debattierten. Da war das ein kollektiver Prozess, wenn man so will. Und ich habe gesagt, nein, ich finde da meinen Grundgedanken nach wie vor drinne wieder. Über den Grundgedanken ist ja auch gestern schon mal geredet worden, auch heute noch mal geredet worden. Ich glaube, man muss wirklich davon ausgehen, Solidarität ist ein Begriff, der sehr, sehr stark nach innen, nicht nur nach innen, aber sehr, sehr stark nach innen gerichtet ist. Wie stelle ich unter 27 verschiedenen am Ende einen gemeinsamen Beschluss her? Und der Stärkebegriff ist selbstverständlich primär, aber auch da nicht nur nach außen gerichtet, wo es darum geht zu sagen, ja, was wollen wir Europäer in dieser veränderten Welt eigentlich von dieser Welt und was wollen wir in dieser Welt anrichten? Und ob es dann immer gleich ein machtbezogener Begriff ist, muss man sehen. Ich habe gestern etliche Male geschmunzelt bei den 5 Minuten, die Andy Moravcik gegeben waren, weil er uns ja als Amerikaner einmal mehr erzählt hat, wie viel Strength wir Europäer bereits jetzt haben und wie häufig wir uns eigentlich schwindelig und besoffen reden, indem wir glauben, dass wir so ohnmächtig werden. Gut, wir machen weiter mit dem zweiten Input. Der kommt von Lisa Paus, sie sitzt für die Grünen im Bundestag und ist unter anderem Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union, ihrer Fraktion. Und in ihrem Input beschäftigt sie sich mit der Frage, wie die Akzeptanzkrise der EU bei den Bürgerinnen und Bürgern abgewendet werden kann. Bitte, Frau Paus. Ja, die Lösung dazu haben wir noch nicht. Aber wir haben erstmal festgestellt, es gibt natürlich dieses Akzeptanzproblem. Ich komme jetzt gerade aus dem Deutschen Bundestag. Der Deutsche Bundestag hat gerade eine heftige Debatte darüber, dass gestern Abend reingekommen sind Guidelines, also Leitlinien, Ausführungsvorschriften für diesen erweiterten Rettungsschirm EFSF. Und wir debattieren darüber, dass wir auch jetzt noch nicht wissen, wie jetzt genau der Hebel, der schon inzwischen bei allen angekommen ist, dass es eine Hebelung geben soll, wie der Hebel jetzt genau aussieht, in welcher Konstruktion. Es ist immer noch offen, ob es da morgen eine Information dazu gibt. Wir setzen uns dafür ein, dass das zumindest vom ganzen Deutschen Bundestag diskutiert werden und entschieden werden kann. Momentan sieht es auch noch so aus, dass das nicht der Fall sein wird, sondern zumindest die Bundesregierung denkt, das ist eigentlich nur eine Ausführungsvorschrift. Der Bundestag hat ja entschieden über den Rettungsschirm, die Erweiterung auf 211 Milliarden Euro Haftungssumme für Deutschland. Und die Frage des Hebels sei sozusagen eher eine Ausführungsvorschrift. Deswegen vertritt die Bundesregierung die Auffassung, dass nur der Haushaltsausschuss darüber abstimmen muss. Und das tut er dann. Wahrscheinlich hat er eben dann maximal 24 Stunden Zeit, sich mit den Kleinigkeiten des Hebels dann genauer zu beschäftigen. So, da ist dann bei mir eben auch das Akzeptanzproblem ganz klar gegeben. Ja, da habe ich einfach ein Problem. So, deswegen bin ich ganz froh. Meine Fraktion wird jetzt gleich sozusagen praktisch zeitgleich mit meinem Sitzen hier eine Sonderfraktionssitzung dazu machen. Und wir jedenfalls haben ja auch schon angekündigt, wir wollen, dass das ganze Parlament darüber entscheidet. Und wir wollen eben auch sozusagen alle Informationen dazu bekommen. Und wenn das nicht der Fall sein wird, dann sagen wir, das ist keine Petitesse, das ist nicht einfach sozusagen sich hinter Formalien verkriechen, sondern dann werden wir dem wahrscheinlich dann auch so nicht zustimmen können, weil sozusagen dieser weil es eben keine Formalie ist, ja, sondern wir haben es damit zu tun, dass in Deutschland bei der Entscheidung des Rettungsschirms erste Runde vor 10 Tagen 70% der Deutschen gesagt haben, stimmt dem nicht zu. Ich habe das trotzdem getan, auch mit, wie ich finde, guten Gründen, aber natürlich auch mit einem gehörigen Stück Wut im Bauch. Aber wenn man da jetzt eins draufsetzt, dass man jetzt eben sozusagen es de facto sogar am Parlament vorbei entscheidet, so eine relevante Entscheidung, dann setzt man dem sozusagen von der Politik nochmal die Krone auf und dann ist das Akzeptanzproblem garantiert spätestens dann in den Brunnen gefallen. So, und es ist völlig klar, dass dieses Europa und auch der Euro nur zu retten ist, wenn man es wieder hinkriegt, tatsächlich die Solidarität in Europa breit zu verankern, in der Bevölkerung zu verankern. Das braucht nicht nur eine Elite, die dem zustimmt, sondern diese Frage
Klage braucht die breite Unterstützung auch in der Bevölkerung. Und diese Solidarität kriegt man eben nur, wenn man auch Akzeptanz dafür schafft. Und das muss man dann eben auch einfach breit debattieren können. Auf jeden Fall als ersten Schritt breit im Parlament. So, also das ist unser wichtigster Punkt. Zu den beiden Begriffen Solidarität und Stärke würde ich auch gerne noch kurz was sagen. Gerade weil ich eben momentan so intensiv in dieser Euro-Rettungsdebatte drin bin, bin ich auch eher davon geprägt zu sagen, es ist nicht das Begriffswort Solidarität und Stärke, sondern das Thema Solidarität braucht in der aktuellen Debatte noch eine Ergänzung. Und deswegen formulieren wir momentan, und haben es auch schon in entsprechenden Beschlüssen getan, eher von Solidarität und Solidität. Ein bisschen anknüpfend an das, ne, wenn man eben Solidarität bereit ist zu geben, dann möchte man auch nicht, dass diese Solidarität missbraucht wird. Das, ne, diese ganze Griechenland-Debatte hängt, also hat man natürlich dann sofort vor Augen. Und deswegen finden wir das Begriff aktuell wichtig, dass eben Solidarität auch mit Solidität gekoppelt wird. Und das Thema Stärke sehe ich auch eher eins, was nicht so sehr grüne Debatte ist. Es ist richtig, darauf hinzuweisen, dass wir sozusagen eigentlich besser sind, als man denkt. Trotzdem erlebe ich es eben, dass das momentan bei den Leuten überhaupt nicht ankommt, dass es sie wirklich nicht interessiert. Ne? Irgendwelche allgemeinen Europa versus China Debatten. Man muss den Euro retten, weil wir schon jetzt der stärkste Wirtschaftsraum sind. Und wenn der Euro nicht da ist, dann brechen wir als Wirtschaftsraum zusammen. Das ist zwar richtig, also auch wenn ich es jetzt platt formuliert habe, aber ich habe momentan den Eindruck, dass man, bevor man das debattieren kann, erstmal über diese anderen Dinge Klarheit haben muss. Und auf jeden Fall brauchen wir eine deutliche Demokratisierung dieses Prozesses, weil nur dann kriegen wir die Akzeptanz und auch nur dann kriegen wir die Solidarität. Vielen Dank, Frau Paus. Sie können schon mal in die Startlöcher gehen, sehr verehrtes Publikum, weil nach dem dritten Input ist dann sozusagen die Runde geöffnet für Ihre Fragen und Anregungen. Herrn Füchs muss ich jetzt wirklich nicht mehr vorstellen als Hausherrn und übergebe Ihnen einfach das Wort. Dankeschön. Ich würde gerne kurz drei Bemerkungen machen. Eine zu dem aktuellen politischen Ereignis, auf das sich Lisa Paus bezogen hat. Ich finde, das ist typisch in mindestens zweierlei Hinsicht für das, was wir die letzten anderthalb Tage hier diskutiert haben. Das eine, also die Hebelung dieser Rettungsmilliarden, die jetzt gerade vom Bundestag beschlossen worden sind, um einen Faktor 4 oder 5 oder 6 oder 8, niemand weiß es im Moment so genau. Also wir sind dann in einer Garantiedimension, die liegt dann nicht mehr bei 400 bis 500 Milliarden, sondern die liegt möglicherweise bei 2 Billionen und mehr. Das eine, was daran so typisch ist, ist dieses sich durchwursteln von Entscheidung zu Entscheidung. Und ich sage das noch gar nicht als Kritik, sondern das ist erstmal eine Beschreibung. Sei es, weil die Regierungen sich nicht trauen, die ganze Wahrheit zu sagen, gleich zu sagen, sondern erstmal nur die halbe Wahrheit rauslassen, weil sie befürchten, dass sonst die Widerstände noch größer werden. Sei es, weil sie es selber noch gar nicht wissen, sondern sich im Grunde von Woche zu Woche durchlavieren, und zwar in einem Modus der Reaktion, der Krisenreaktion. Also man hat den Eindruck, die Regierungen sind gar nicht wirklich die Akteure, sondern sie sind die Getriebenen in dieser Krise. Und es gibt auch nicht wirklich sowas wie einen strategischen Plan, sondern es gibt den Versuch, jeweils aktuelle Antworten auf die nächste Zuspitzung der Krise zu finden. Und das Zweite, was daran so typisch ist, ist, was Lisa Paus jetzt gerade beschrieben und kritisiert hat, die völlige Überdominanz der Exekutiven. Es sind die Regierungen, die, wenn sie überhaupt als Subjekte agieren, dann sind sie es jedenfalls. Es sind die Regierungen, die das Sagen haben, die den ganzen politischen Prozess bestimmen. Die nationalen Parlamente werden mehr oder weniger hinterhergeschleift. Nolens volens, das Europäische Parlament spielt jetzt bei dieser Entscheidung gar keine Rolle.
Das heißt, wir bekommen in dieser Krise ein noch stärkeres Primat der Exekutiven, ein noch stärkeres Primat der Regierungen und des intergouvernementalen Prinzips, als wir das ohnehin schon in der EU hatten. Und das steht im totalen Gegensatz zu dem, was du am Schluss gesagt hast, was zwar auch ein Leitmotiv für uns ist. Wenn wir mehr Akzeptanz für Europa wollen, brauchen wir eine stärkere Demokratisierung von Entscheidungsprozessen, mehr Transparenz, mehr Konsultation. Das heißt aber auch, wir haben es mit zwei völlig unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu tun. Einer Geschwindigkeit, die durch die Krise bestimmt wird. Alle erwarten jetzt, dass an diesem Wochenende von diesem Gipfel Entscheidungen getroffen werden, die zumindest eine mittelfristige Perspektive eröffnen. Wenn das nicht der Fall wird, muss man damit rechnen, dass sozusagen die Spekulation gegen den Euro weiter zunimmt, dass die Zinsen für die Risikoländer steigen, also die ökonomischen Probleme wachsen. Das erzeugt aber eine Geschwindigkeit, die mit demokratischer Konsultation eigentlich gar nicht vereinbar ist. So, das ist der erste Komplex. Das zweite, was für mich aus der Konferenz als starker Eindruck geblieben ist und als eine Quintessenz, ist the economy stupid, sagte gestern jemand in der Eingangskonversation, die wir hatten. Also die ökonomischen Fragen haben ein derartiges Schwergewicht und es stimmt einfach, was du gesagt hast, wenn wir die nicht lösen, können wir das vergessen mit der Europäischen Union. Und ich glaube, langsam dämmert uns allen, dass wir wirklich in einer dramatischen ökonomischen Situation sind, in die wir auch viel mehr investieren müssen an Analyse und an Konzeptentwicklung und Debatte. Um zwischen den zwei katastrophalen Szenarien möglicherweise uns doch durch zu manövrieren, nämlich entweder einer zunehmenden Inflationierung der europäischen Staatsschulden oder einem Absturz in eine ökonomische Depression. Also das sind so die zwei Worst-Case-Szenarien, die aber nicht unrealistisch sind. Und wie ein dritter Weg aussehen könnte, ist noch nicht wirklich klar. Wir haben versucht, Bausteine dafür zu finden. Einer ist natürlich diese Idee mit dem Green New Deal. Also sagen, wir können uns nicht nur aus der Krise raussparen, wir müssen investieren in die Zukunft. Und das Dritte, was mir haften geblieben ist und womit wir uns sehr intensiv beschäftigen müssen im Follow-up der Konferenz, ist ein Widerspruch, der sich durch fast alle Podien gezogen hat. Nämlich einerseits zwischen der Notwendigkeit von mehr europäischen verbindlichen Regeln und Institutionen und der Forderung nach mehr Flexibilität und mehr Vielfalt. Und also am stärksten ist mir das, und es ist nicht Zufall, aufgefallen bei den Beiträgen von Referentinnen und Referenten aus Mittelosteuropa, vor allem Polen, die sagen, wir brauchen mehr Room to Move. Wir brauchen mehr Flexibilität, wir brauchen mehr Freiheiten, die unseren spezifischen Bedürfnissen Rechnung trägt. Und wir werden nicht eine ökonomische Angleichung in der EU erreichen durch mehr Transferzahlungen der Bundesrepublik und vielleicht noch von den Niederlanden an die ärmeren Länder, sondern nur, wenn die Chance bekommen, eine eigene wirtschaftliche Dynamik zu entwickeln. Also wie man mit diesem Konflikt umgeht, das finde ich, ist eine der großen Herausforderungen für die nächsten Jahre. Vielen Dank, Herr Füchs. Wie gesagt, kommen Sie nach vorne, wenn Sie eine Frage stellen wollen. Kommen Sie einfach rein. Kommen Sie ruhig rein, genau. Machen Sie genau, Herr Guldner. Gerhard Guldner, ich habe lange Europarecht gelehrt an einer brandenburgischen Hochschule. Brandenburg ist die Zentrale des deutschen Euroskeptizismus, was Wahlbeteiligten und Ähnliches betrifft. Meine Frage an Frau Paus, und ich bitte, dass die Medien sich jetzt zurückhalten. Wollen Sie eine Staatskrise auslösen, wenn Sie die Abstimmungsmodalitäten jetzt in Frage stellen? Puh.
das weist jetzt darauf hin, inwieweit wir jetzt sagen, also ne, potenziell auch in, auf die Idee kommen zu klagen, weil wir der Auffassung sind, dass das, was da jetzt, wir diskutieren das, ob das rechtens ist. Das ist noch nicht zu Ende. Natürlich wollen wir im Zweifel keine Staatskrise verantworten, finden aber nach der ganzen Debatte, nach dem ganzen Vorlauf, den wir gehabt haben, ja, und gerade die Koalition hat ja drauf gedrungen, hat eine wochenlang gesagt, es muss aber die Parlamentsbeteiligung geben. Und zu Recht im Übrigen haben sie das auch eingefordert. Und das dann in der Art und Weise zu einer Farce werden lassen, da sagen wir, das kann so nicht gehen. So, in der Tat geht es ja noch um größere Debatten. Also wenn Sie jetzt tatsächlich die rechtliche Seite schon ansprechen, dann können wir auch kurz mal das Stichwort nennen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes hat da jetzt nicht bei einer Gelegenheit, sondern inzwischen schon bei drei Gelegenheiten darüber gesprochen, dass er der Auffassung ist, dass in dieser Frage der Weiterentwicklung der Europäischen Union eigentlich die Grenzen des Grundgesetzes erreicht seien und er offenbar empfiehlt der Politik sehr, sehr intensiv doch darüber nachzudenken, inwieweit jetzt nicht langsam mal der Zeitpunkt gekommen sei, eine Volksabstimmung zu machen über das Thema weitere europäische Integration. So, dazu kann ich Ihnen auch aktuell sagen, wir haben gestern im Europaausschuss auch darüber gesprochen und haben miteinander vereinbart, dass wir Herrn Voskuhle möglichst bald mal einladen, um sich mit ihm darüber zu unterhalten, ne? Also worüber man da eigentlich redet. Ob man tatsächlich sagt, es müssen zusätzliche Artikel da rein oder ob es grundsätzlich nochmal geht, im Sinne von Erhöhung der Akzeptanz und ne, zu schauen, wie sieht es denn eigentlich in der Bevölkerung aus, wird dieser Europakurs eigentlich noch getragen oder nicht, eine entsprechende Abstimmung zu machen. Also über all diese Fragen wollen wir tatsächlich bald mit Herrn Voskuhle reden. Eine Anschlussfrage auch auf das, was Herr Füchs gesagt hat, anspielend. Inzwischen lässt sich das Parlament von der Exekutive in manchen Fällen, übrigens nicht nur bei Europa, sondern auch beim Atomausstieg, regelrecht vorführen. Die Taktik der Exekutive ist offenkundig dann, wenn der Bevölkerung gegenüber abgesichert werden soll irgendwas, dann darf das Parlament mitstimmen. Aber wenn die Bevölkerung überrollt werden soll, also ich bin kein Atomanhänger, um Himmels Willen, in diesem Rahmen würde ich mich nie trauen, das zuzugeben, selbst wenn ich es wäre, dann wird eben taktisch versucht, das relativ schnell und geräuschlos über die Bühne zu bringen, und zwar rein exekutiv. Und als notorische Anhänger von Gewaltenteilung missfällt mir das. Das darf ich vielleicht noch loswerden. Ja, darauf wollte ich auch gerade nochmal reagieren. Ne? Also sozusagen, wie echt und wie gemacht ist der Zeitdruck, der da produziert wird. So, natürlich, ne, ist es so, die Politik wird zurzeit von den Finanzmärkten getrieben. So, das ist schon insgesamt so. Trotzdem gibt es ja Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Als erstes natürlich, ne, warum sind wir denn mit der Re-Regulierung des Finanzsektors nach wie vor nicht wirklich vorwärts gekommen? Ja? So, gerade in Bezug auf die Europäische Union, das Thema Bankenrekapitalisierung, was jetzt im Zuge der, also im Gesamtpaket sozusagen jetzt verhandelt wird, das hätte man eben auch in den letzten 2-3 Jahren schon machen können. Es ist so, dass eben auch wiederum, ne, diese schwarz-gelbe Bundesregierung in Brüssel in den letzten 2 Jahren nicht aufgetreten ist. Wir brauchen mehr Eigenkapitaluntersetzung für die Banken, sondern eher gesagt haben, das ist ein Problem für die deutschen Banken, wir brauchen weniger Eigenkapitaluntersetzung. So, ne? Und es ist ein zentrales Problem dieser aktuellen Euro-Staatsschuldenkrise, dass sie eben ja verquickt ist, beziehungsweise dass wir es eigentlich mit einem zweiten Akt der internationalen Finanzkrise zu tun haben und dass eben die Staatsschuldenkrise direkt zurückwirkt auf die Bankenkrise. Und das muss man dringend voneinander trennen. Und das waren Sie seit einem Jahr eigentlich nicht bereit zu diskutieren. So, was haben Sie gemacht? Tatsächlich am kommenden Wochenende, so klang es gestern an, sollen die Grundlagen gelegt werden, einen Schuldenschnitt in Griechenland zu machen und eine Bankenrekapitalisierung zu ermöglichen. Das hätte die Exekutive, dazu hatten Sie 1,5 Jahre Zeit, das hätten Sie schneller machen können. Zumindest 2 Wochen Zeit fürs Parlament hätte es geben können. Dazu waren Sie eben nicht bereit. Also ich sage, es wäre gegangen, sie haben es nicht gemacht, sondern in der Tat ist mit so von Exekutive zu Parlament ist ein künstlicher Zeitdruck. Diese 2 Tage können es nicht wirklich sein. Zeitdruck apropos, die 3 Minuten sind um. Wir haben einen neuen Teilnehmer im Fishbowl. Was ist Ihre Frage? Ich habe 2. Die eine richtet sich an Herrn Füchs. Natürlich stellen wir im Zuge der Krise eine Stärkung eben des Handelns der Exekutive zulasten der Parlamente auf allen Ebenen fest. Aus meiner Sicht ist das Problem aber, sagen wir, noch viel schlimmer. Wir haben
im Grunde zumindest drei verschiedene Exekutivakteure, die sich so wechselseitig verhaken und im Grunde zu einer Pattsituation führen. Der Rat, Kommission und eben jetzt auch die sehr starke unabhängige EZB, die im Grunde zu allen Lösungen, die diskutiert werden, eigentlich in gewisser Weise nicht sagt und am Ende in der Pole Position ist, was auch immer rauskommt, jenseits jeglichen politischen Mandates eben alles zu blockieren. Die andere Frage richtet sich eher an Herrn Van Nam. Und zwar, wir haben es hier ja nicht nur mit einer rein ökonomischen Logik zu tun. Wenn ich jetzt ein bisschen anknüpfe an diese Begrifflichkeit Stärke und Solidarität, einfach noch 5 Jahre zurückgucke, 2005 als Reaktion auf den Konvent und in Parenthese gesprochen, ich glaube nicht, dass es am Wochenende den Ausgangspunkt zu einem neuen Konvent geben wird, hatten wir die Referenden in den Niederlanden, Frankreich gescheitert. Seitdem in gewisser Weise Renationalisierungstendenzen zu beobachten und wir sehen in der Krise eigentlich die Notwendigkeit, wir hängen alle zusammen voneinander ab und eigentlich darauf angewiesen sind, auf diese Solidarität. Wenn ich mir alleine die Diskussion, die bei uns über Griechenland ablaufen und den Stil, wie soll man sagen, dann wird mir ein bisschen übel, sagen wir, wie wir damit umgehen können, auch im Sinne auf Lösungskompetenz. Vielleicht geben Sie das Mikro einfach gerade weiter. Ja. Wer möchte zuerst? Also dass es im Augenblick eklatante Mängel bei der Solidarität gibt, zweifelsohne. Und nochmal, ich erinnere jetzt an meinen Begriff, der ist nicht gefühlig aufgeladen, ja, sondern der heißt ja vernünftig verstandenes, aufgeklärtes Selbstinteresse. Ja. Das bei dem Beispiel zu bleiben, dass die Deutschen die Wahrheit über die Investitionen ihrer Banken in Griechenland erst sehr, sehr spät erfahren haben, ja, ist ja Teil des Problems. Und vielleicht, um diese Schwierigkeit nicht immer nur auf die eine Frage eng zu führen, noch eine Beobachtung genereller Natur, bitte als Parenthese vergessen, wir müssen das nicht diskutieren, weil uns das in ganz andere Gefilde führt. Wir erleben in weiten Teilen unserer Gesellschaften mit verstärktem Individualismus auch Infragestellungen von Solidaritätsmechanismen. Hat mit Europa erstmal gar nichts zu tun. Herr Gulden hat absolut recht, wenn er daran erinnert, dass wir die Übermacht der Exekutive und die Ohnmacht der Parlamente längst vor 2008 in ganz vielen Feldern beobachten konnten, innerhalb von Europa. Wir haben eine Übermacht von Exekutive innerhalb von Europa und über Europa hinaus. Also wenn Mechanismen wie IMF, Weltbank, WTO und so weiter eine immer wichtigere Rolle spielen. Wenn die Parlamente, da muss man die Parlamente mal in die Kritik nehmen und nicht einfach nur immer auf die Exekutive gucken, über Expertenkommissionen, Enquetekommissionen und so weiter sehr, sehr viel externalisiert haben in den letzten Jahren, weil sie einfach gesagt haben, die Materie ist so komplex, die können wir als Generalisten eigentlich gar nicht richtig beurteilen, wir brauchen diese Expertise. Dann sitzen wir buchstäblich mittendrin in einem Phänomen der Moderne, nämlich Komplexität. Diese Komplexität arbeitet gegen Solidarität, weil sie schlicht und ergreifend erstmal verstanden werden muss. Und in dem konkreten Fall, das haben Sie ja eben sehr anschaulich beschrieben, ist die Exekutive eine Getriebene, die versucht, etwas zu verstehen, was sie zuvor nicht verstanden hat. Ich werde den Namen nicht nennen, aber wir hatten in unseren Kontexten der Arbeit in der Stiftung einen ehemaligen Investmentbanker zu Gast, der sich gerade noch rechtzeitig bei Lehman Brothers abgesetzt hat, um nicht pleite zu gehen, und heute ein vielgefragter Mann bei europäischen Regierungen ist und sagte, ich bin entsetzt über das Nichtwissen in den Top-Administrationen über das, was Finanzmärkte eigentlich sind. Ob ich in Finanzministerien, Wirtschaftsministerien, Außenministerium oder in den Chefkanzleien unterwegs bin, es ist überall dasselbe Phänomen. Rückfrage von mir, ja warum? Ja, dort sitzen die Volkswirte und die Juristen. Ich hoffe, es sitzen hier genügend Volkswirte und Juristen, ja. Aber das Problem ist tatsächlich eines, wer zocken gehen will, ja, in diesem Traderwesen, ja, der braucht diese Qualifikationen gar nicht. Ich habe in einem ganz anderen Kontext, wir hatten eine kleine Veranstaltung in Oxford, ich mache es jetzt mal so, wie es die Journalisten machen, nämlich über die Anekdote. Da saß ein 21-Jähriger, der mir gesagt hat, der hängt gerade sein Studium in Oxford an den Nagel, ja. Ja, weil er ein Angebot aus der City of London bekommen hat. 1 Million Pfund, garantiert plus. Ja, das ist das Phänomen, mit dem wir zu tun haben. Zu diesem Argument, wir haben nicht nur ein Übergewicht der Exekutive, sondern wir haben mehrere exekutive Akteure, die sich durchkreuzen und
zeitweise auch blockieren. Ich meine, in der Euro, zwei Antworten dazu. In der Eurozone, und das ist eine Besonderheit gegenüber der Europäischen Union, haben wir von vornherein eine intergouvernementale Verfassung. Und wenn auf dem letzten Panel von Daniela Schwarzer gesagt worden ist, sie erwartet eine zunehmende Ausdifferenzierung zwischen Eurozone als einem Bereich vertiefter Integration, gemeinsame Fiskal- und sagen Wirtschaftsregierung und dem Rest der EU, der diesen Weg vermutlich nicht so mitgehen wird und kann, dann wirft das massive Verfassungsprobleme für die Europäische Union auf, weil die Institute, die sich die Union gegeben hat, für die Währungsunion gar nicht greifen. Die Kommission und das Parlament haben da keine Rolle. So, also das ist sowieso rein das Reich der nationalen Regierungen. Und im Auftrag, ja. Aber die Entscheidungskompetenz liegt vollkommen bei den nationalen Regierungen. Und das ist ein Problem, was bisher kaum im öffentlichen Bewusstsein und in der politischen Diskussion ist, dass wir da einen institutionellen Gap haben zwischen den Gemeinschaftsinstitutionen, die wir inzwischen in der EU herausgebildet haben, und der Governance der Eurozone. Das Zweite zur EZB. Ich weiß nicht, ob ich das richtig bei Ihnen rausgehört habe, aber ich bin ein großer Anhänger einer unabhängigen EZB, finde die Entwicklung der letzten Monate ausgesprochen kritisch. Und zwar deshalb, weil sehr viel Klugheit darin liegt, die Zentralbanken nicht zu Instrumenten der Regierung zu machen. Ich muss gar keine historischen Erfahrungen damit reklamieren, wohin das führt, wenn die Zentralbanken benutzt werden, um die Staatsschuld zu finanzieren. Man hat es schon gesehen, und das ist ein Teil der jetzigen Staatsschuldenkrise, die dann auf die Banken wieder zurückschlägt. Es waren die Regierungen, die die Banken davon freigestellt haben, Rücklagen bilden zu müssen für europäische Staatsanleihen. Das war eine politische Entscheidung. Das war eine politische Entscheidung, und natürlich, worauf zielte die ab? Den Zins zu verbilligen für die Staatsanleihen. Das ist, man darf die Regierung auf keinen Fall zu den Oberhoheit über die EZB machen. Die Versuchung, sich an billiges Geld zu kommen, ist so groß in der Politik, dass man eine unabhängige Instanz braucht, die vor allem der Geldwertstabilität verpflichtet ist. Ich halte das für richtig, dass die EZB jetzt makroökonomische Kriterien mit einbezogen hat, zu sagen, wir sind auch für die Wirtschaftsentwicklung zuständig, nicht nur für die Geldwertstabilität, aber bitte kein Hineinregieren der Politik in die EZB. Herr Lanting ist neu dazugekommen. Ist das auch Ihr Thema oder haben Sie ein anderes mitgebracht? Ihre Frage. Ja. Das meinte ich eigentlich. Ja. Zur Einleitung. Ich definiere mich selber nicht wie ein Experten. Ich bin Jurist. Wir sind Experten für alles. Und zwar auch noch aus den Niederlanden. Und ich möchte euch einladen, drei Schritte zurückzumachen und ihres Erachtens vielleicht 3000. Vom Anfang der Konferenz habe ich mich darüber gewundert, dass das Begriff Solidarität in Diskussionen und durch die Aktualität vielleicht auch definiert ist und wurde wie Solidarität mit den anderen Mitgliedstaaten, also auf staatlicher Niveau. Und durch die erste Anträge hier im Bol von Herrn von Nammen habe ich es ein wenig besser verstanden, aber ich denke, dass wir vielleicht mit einem engdeutschen Begriff Solidarität handelt, wie Sie es ausdeuten, wie eigenes Belang. Habe ich nicht verstanden. Und meines Erachtens, von meiner Hintergründe und vielleicht nicht nur von Niederlande, ist
Solidarität gewiss nicht primär sich selber gerichtet, aber den anderen oder das Kollektiv. Und ich denke, dass auch in Polen in 1979 man das derart gedacht hat. Und als ich im Zug war von Niederland, dann hat man Zeit und man liest seine holländische Zeitung und da steht ganz viel über die Krise und alles darin. Und da habe ich gedacht, was ist nun das meiste in Relation zur Konferenz, in den ich gehe? Und das war meine Konklusion, war, dass das kleine Bericht über 25% der Kinder in Spanien, die keine gute Essen haben, dass das wesentlich in meines Erachtens das meiste mit Solidarität zu machen hätte. Dazu möchte ich Sie hören. Also ich entwickle den Begriff jetzt einfach nochmal so weiter, wie ich ihn damals im Frühjahr 2009 dann auch in meinem Artikel weiterentwickelt habe. Ich habe damals gesagt, eigentlich ist von Anfang an die Geschichte der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verknüpft mit dem Begriff der Solidarität. Ich bin sogar noch einen Schritt weitergegangen, habe gesagt, eigentlich ist das die Kernidee der ganzen Anstrengung gewesen. Das hat sich natürlich übersetzt in konkrete Politik, beispielsweise eine gemeinsame Agrarpolitik, die damals übrigens zunächst erstmal auch unter anderem ein angemessenes Einkommen allen europäischen Landwirten gemeint waren, die in den 6 Ländern, die zu der Gründergeneration gehörten, garantieren sollten. Ich sage jetzt nichts über die Sinnhaftigkeit der Entscheidung, aber das ist natürlich irgendwo eingefärbt mit dem Akt der Solidarität. Parallel dazu einer der ältesten Einrichtungen, gerne vergessen, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäische Sozialfonds. Da wurde der Begriff sogar noch irgendwo in diesen sozialen Bereich übersetzt, den Sie ansprechen. Ich glaube aber, dass die Europäische Union von damals, wo sie EWG hieß, bis heute ja, einen Bereich immer wieder vergisst, wo permanent Solidarität erzeugt wird. Das ist die Rechtsetzung. Das ist eine Rechtsgemeinschaft. Da komme ich dem Juristen jetzt wieder ganz viele Schritte entgegen. Dieses Recht muss ja überhaupt erstmal entstehen. Das muss erstmal geschöpft werden. Und das wird geschöpft nicht von einem einzigen Parlament, nicht von einem einzigen Gesetzgeber, sondern von einem kollektiven Gesetzgeber, der sich anschließend, wenn er einmal gesagt hat, das ist jetzt gemeinsames Recht, daran auch gebunden fühlt und daran halten sollte. Und das geht ja wirklich durch alle Bereiche durch. In diesen Begriff des Rechtes, so wie er in der europäischen Gemeinschaft permanent tagtäglich erzeugt wird, ist für mich noch ein anderer Begriff eingelassen, der eben schon mal ganz kurz angetippt wurde. Das ist der Begriff des Respekts. Ich kann doch mich am Ende diesem Recht nur verpflichtet fühlen, wenn ich denjenigen, der mit mir dieses Recht teilt, weil das auf sich selber eigentlich auch anwenden möchte, Respekt entgegenbringe. Jetzt sind wir natürlich mitten in der Griechenland-Krise wieder drin. Da kann man da sagen, wer hat denn den Respekt vermissen lassen? Garantiert die Stimmen, die auf einmal nur auf die faulen Griechen gezeigt haben, zuvor aber auch die Griechen, die schnöde betrogen haben, ja, die ihre Statistiken gefälscht haben, um einen Eindruck zu erwecken, der egoistisch und gegen das gemeinsam gesetzte Recht ihnen alleine zugute gekommen sind. Dass sie am Ende eine bittere Zeche dafür zu bezahlen haben, als Kollektiv der Griechen, ja, ist eine andere Geschichte. Ja. Aber das haben sie sich natürlich damals noch nicht ausgemalt, sondern haben gedacht, wir bekommen die Vorteile schon. Das ist ein Bruch an der gemeinsamen Solidaritätsidee gewesen. Was Sie meinen, ist in meinen Augen, das ist ja gestern vor allem bei Graf Kielmannsegg immer wieder angeklungen, ist ein Begriff von Solidarität, der in einem kleineren Rahmen praktikabel erscheint, aber nicht in einem Rahmen, in meinen Augen praktikabel erscheint, wo es um 27 Nationen und 500 Millionen Menschen geht. Ich glaube, da wird es sehr viel schwieriger zu sagen, seid doch solidarisch mit hungernden Kindern oder schlecht ernährten Kindern, muss man eher sagen, in Spanien. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die würde ich gerne den Spaniern erstmal überlassen. Ja, das möchte ich auch, aber ich habe es nur beispielsweise genannt. Aber ich denke, dass es jedoch wichtig bleibt, um Solidarität so breit zu sehen, wie es ist. Solidarität mit Menschen, nicht nur ja, mit Staaten. Ja, gerade. Und auch, Sie haben am Ende Ihrem Eintrag gesagt, es gibt 2 oder 3 Szenarios, die es geben kann in weiteren Tagen in Krise. Und welche es auch wird, dass die Solidarität mit Menschen
das wird, welche die Szenario auch sei, oder noch ein vierter oder fünfter, im Hintergrund bleibt das wichtig, in welcher Situation dann auch. Sonst, wenn es das nicht mehr gäbe, so wie das Respekt, da sind wir alle noch viel weiter vom Haus. Ja, ich finde, das muss man schon aufgreifen, weil das kann uns nicht egal sein, wie es mit der Kindersituation in Spanien ist, schlichtweg, weil wir jetzt ja schon erleben, ne, Massenproteste in Spanien, die eben jetzt auch, ne, letzte Woche am Samstag in Berlin angekommen sind, die in der Wall Street und so weiter, die eben international gerade stattfinden. Und auch am kommenden Samstag wird es wieder eine Demo geben und ich bin mir sicher, da werden mindestens so viele Leute da sein, wie am letzten Samstag da gewesen sind, weil einiges vielleicht noch nicht mitbekommen haben. So, von daher glaube ich schon, dass es jetzt schon darauf ankommt, wenn man eben tatsächlich eine Perspektive, eine solidarische Perspektive für Europa haben will, dass man genau darauf Antworten geben muss. Weil wenn man das sozusagen von Grün, Mitte, Links nicht hinbekommt, dann ist auch klar, wie die Antwort auf der anderen Seite aussehen wird. Wir haben es ja jetzt schon in Spanien erlebt, dass es, ne, diese Proteste gegeben hat und am Ende des Tages aber eine andere Regierung gewählt worden ist. So, und ne, wir haben auch ansonsten in Europa tatsächlich das Moment, dass es berechtigte soziale Proteste gibt und dass sie momentan immer noch suchen, sozusagen, ne, wie kann ein Lösungsweg aussehen und wer bietet sich an, überhaupt daran mitzuarbeiten und mitzutun. Und deswegen denke ich, es geht nicht nur darum, sozusagen, wie soll der nächste Rettungsschirm genau aussehen und welche Größe hat er und muss er noch größer oder noch kleiner sein. Damit alleine ist Europa nicht gerettet, sondern wir brauchen mehr. Ralf Füchs hat darauf hingewiesen, wir brauchen auf jeden Fall auch eine Strategie, ne, im Sinne von, wie kann eine Zukunftsstrategie aussehen, aus unserer Sicht eben sowas wie ein Green New Deal. Wir sind auch sicher, dass es auf jeden Fall dazu gehören wird, zum Thema Gerechtigkeit Antworten zu geben und da ist ganz zentral auch die Beteiligung des Finanzsektors. Diese Finanztransaktionssteuer, die muss auf jeden Fall kommen. Darüber hinaus braucht es auch noch zusätzliche Zügel für den Finanzsektor, damit endlich das zumindest ansatzweise eingelöst wird, was ja selbst Angela Merkel 2008 versprochen hat, nämlich, dass der Finanzsektor wieder die Funktion übernehmen soll, die eigentlich mal gedacht war, dienende Funktion für die Realwirtschaft. Ne? Davon ist ja bis zum heutigen Tage nicht wirklich etwas zu sehen. Primat der Politik haben wir eben bis heute auch nicht. Und das soziale Europa der Zukunft, das kann auch nicht eins nur sein, wo es sozusagen darum geht, Mindeststandards miteinander abzugleichen, das ist wichtig, Mindestlohn etc. Aber aus unserer Sicht ist zumindest für diese Eurozone schon wichtig, dass man beim Thema Steuerharmonisierung auch wichtige Schritte weiterkommt, damit man eben, ne, tatsächlich insgesamt auch hinbekommt, ein gerechtes Europa aufzubauen. Das sind wichtige Schritte. Wenn man da nicht in der Summe etwas Vorzeigbares zustande bekommt, dann bin ich jedenfalls momentan immer noch sehr skeptisch, dass wir die Kuh vom Eis kriegen. Ich will mal zum Thema einheitliche Sozialstandards oder Mindeststandards und Mindeststeuern. Mal hier die Perspektive der Iren oder der Slowaken oder der Polinnen sagen, einbringen. Ich meine, was ist das für eine Forderung, wenn man vollkommen unterschiedliche Produktivitätsniveaus hat, unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, unterschiedliche Beschäftigungsniveaus? Was bedeutet ein Mindestlohn, ich überspitze es mal absichtlich, von 8 oder 9 Euro europäisch für die Slowakei oder für Polen oder für Griechenland? Ist das ein Beschäftigungsprogramm oder ist das ein Programm, sagen das Beschäftigungsniveau in diesen Ländern noch weiter zu senken? Was bedeutet eine Egalisierung der Unternehmenssteuern, sagen wir auf dem deutschen Niveau, für Länder, die dringend darauf angewiesen sind, privates Kapital und private Investitionen anzuziehen? Man nimmt ihnen einen spezifischen Wettbewerbsvorteil. Ich verstehe die Gründe sehr gut. Wir sagen, kein Steuerdumping und das ruiniert auf Dauer die öffentlichen Einnahmen. Und alle Gründe, die für diese Forderung sprechen. Man muss sich nur den Zielkonflikten bewusst sein, die sie auslösen. Und eine Verbesserung der Situation in diesen Ländern wird nicht durch Transferzahlungen kommen. Die wird nicht durch Transferzahlungen kommen, sondern die wird nur kommen, wenn es ihnen gelingt, ihre ökonomische Dynamik zu verstärken, Investitionen anzuziehen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und ihre Wettbewerbsposition zu verbessern.
Ja? Und deshalb muss man sehr genau überlegen, wie weit man gehen kann mit Vereinheitlichung von Steuern und Sozialstandards, ohne ungewollt die ökonomischen Diskrepanzen innerhalb der Europäischen Union noch zu vertiefen. Und damit die Probleme, die uns jetzt sagen, auf die Füße zu fallen, eher noch zu verschärfen. Und deshalb muss man ernst nehmen, wenn die Leute aus diesen Ländern sagen, Moment mal, langsam mit Vereinheitlichung, wir brauchen mehr Freiräume, um unsere eigenen spezifischen Interessen und Bedürfnisse berücksichtigen zu können. Also bevor ich hier... Doch, ich probiere es nochmal. Bevor ich hier wegen eines letzten Halbsatzes in den Verdacht gerade, herzlos gegenüber spanischen Kindern zu sein, will ich vielleicht den Gedanken etwas erläutern. Mir ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien durchaus präsent und geläufig. Ja. Aber die Europäische Union als Ganzes hat in Spanien ein Businessmodell, um es neudeutsch zu formulieren, gefördert, was in diese Arbeitslosigkeit hineingeführt hat. Denn da ist Beton hochgezogen worden, während parallel dazu eine ganze Generation für die moderne Welt ausgebildet worden ist, aber in ihrem eigenen Land bei dem falschen Boom, den sie sich geleistet haben, überhaupt keine Arbeit finden konnte. Das ist ja keine Geschichte, die durch die Finanzkrise ausgelöst wurde. Die Arbeitslosigkeit war vorher hoch und ist jetzt echt erschreckend hoch geworden. Ist eine Entwicklung, und da komme ich genau wieder zu Ihrem Argument zurück, ist eine Entwicklung, die erstmal endogen erzeugt, falsch angelegt war. Wie wir das an vielen Stellen in der Europäischen Union zu beobachten hatten in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Und das ist das, was ich eben gemeint habe. Ich möchte eigentlich erstmal die Spanier auffordern, mal richtig gründlich in sich zu gehen und zu sagen, wir haben was falsch gemacht, da 10, 15 Jahre lang, wie die Besoffenen rund um Marbella und die ganzen Küsten einen Bau nach dem anderen hochzuziehen und darüber eine Jugend zu vergessen, die vielleicht ganz andere Sehnsüchte hat, als an diesem Bauboom zimmernd oder hämmernd oder sonst irgendwie dann noch mitzuwirken. Das war der Halbsatz, den ich da meinte, und da komme ich dann relativ nah eigentlich bei Ihnen raus. Wo sind denn eigentlich nicht das Wachstumsmodell für Europa, sondern wo liegen die Wachstumschancen in den jeweiligen Ländern? Wo liegen aber auch Wachstumsrisiken, wo man unter Europäern, unter Nachbarn mal sagen muss, gerade weil wir eigentlich in der Solidargemeinschaft leben, sagen wir euch, so geht's nicht, macht das nicht. Und diesen Fehler, muss man ganz deutlich sagen, den hat die Kommission ja mitgemacht. Die hat ja die Spanier sehr wohl basteln lassen, wo die Zahlen schon auf dem Tisch lagen und alle gesagt haben, na, ob das gut ist. Hat die Kommission übrigens auch bei Irland genauso gemacht. Ich erinnere mich in meiner Brüsseler Zeit als Korrespondent an die Gespräche mit Kommissionsbeamten, die gesagt haben, das ist total überhitzt. Da habe ich gesagt, ja, ihr schreibt doch euren Jahresbericht. Ja, da steht das aber nicht so, das dürfen wir nicht so klar reinschreiben. Wir wissen, dass das total überhitzt ist. Aber wenn wir das hier reinschreiben, dann kriegen wir Prügel von den Regierungen. Die wollen das so nicht lesen. Ja. Da habe ich gesagt, naja, das ist ja lustig. Also wenn die Analysen so eingedämpft und eingewattet werden, dass sie hinterher schon für Experten kaum noch lesbar sind, dann muss man sich am Ende nicht wundern, wenn man eines Morgens aufwacht. Und da sind 50% der Jugendlichen in Spanien arbeitslos. Und die Iren, die bis eben noch die Wunderkinder waren, stehen auf einmal mit leeren Händen da und sagen, wir wissen eigentlich überhaupt nicht mehr, wo wir hingucken sollen. Ich glaube, es ist beides passiert. Es sind endogene Katastrophen befördert worden und es ist weggeschaut worden auf der europäischen Ebene und nicht nachgefragt worden und nicht rechtzeitig gemahnt worden. Und ich habe jetzt zwei Beispiele genannt, die mit Absicht nicht mit Deutschland und Frankreich und blauen Briefen vor etwa 10 Jahren zu tun haben. Ich glaube, da sind auch an anderer Stelle noch eklatante Fehler innerhalb der Eurozone begangen worden. Frau Paus, Sie wollten gerade erwidern. Ja, ich finde, diese Mindeststandards, die Frage kann man schwarz-weiß diskutieren. Man kann sich aber auch daran machen, das differenziert zu diskutieren. Entsprechend eine Kombination aus nationaler Situation und dass eben auch kein schädlicher Wettbewerb passiert. So, und deswegen sprechen wir uns ja zum Beispiel nicht dafür aus, dass also irgendwie ein Mindestlohn von 7,50 Euro in ganz Europa geben soll. Aber dass es einen Mindestlohn geben sollte und dass man eben dann national entsprechend aufsatteln kann, dafür sprechen wir uns aus. So, wie schädlich Wettbewerb sein kann, muss ich jetzt nicht unbedingt an der Unternehmenssteuer ausdiskutieren. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Im Luftverkehr beispielsweise haben wir in Deutschland jetzt, unter Mühen hat jetzt tatsächlich Schwarz-Gelb, weil sie Geld brauchten, eine Luftverkehrssteuer eingeführt. So, wir hätten schon lange haben können, dass der Luftverkehr genauso wie alle anderen Verkehrsträger den
Verbrauch besteuert, die Kerosinbesteuerung beispielsweise. So, kommt nicht, weil dann eben der jeweilige, die jeweilige Luftverkehrsbranche national sagt, das ist ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen und Luftverkehr ist ja sehr international und so weiter, ist ein Problem. So, jetzt habe ich mal nachgefragt, warum die Kerosinbesteuerung europaweit nicht möglich ist. Dann, es gibt ja das Einstimmigkeitsprinzip nach wie vor bei den Steuern. Antwort war, die Tourismusländer, die wollen das nicht. So, jetzt mal die Nachfrage, welche sind es? Ne, dann ist das zum Beispiel jetzt Griechenland, es ist Spanien, es ist Irland, es ist Malta. So, dass diese Luftverkehrssteuer oder die Kerosinbesteuerung aktuell diesen Ländern schaden würde, kann ich jedenfalls nicht nachvollziehen. So. Also um solche Punkte geht es. So, und bei der Unternehmensbesteuerung, Ralf wird sich das wundern, war ich tatsächlich auch eine derjenigen in der Fraktion, die gesagt haben, einfach festzusetzen, Irland muss irgendwie die deutsche Unternehmensbesteuerung haben, finde ich absurd. So, aber genauso war es, ne, also da muss man sich über Angleichungen unterhalten, da muss es auch ein Wettbewerbselement gehen. Es geht aber ja aktuell auch nur darum, auch in der europäischen Debatte eine gemeinsame konsolidierte Bemessungsgrundlage zu haben. Wie dann der jeweilige Satz ist, ist eben eine zweite Frage, ja. So, und aber genauso zur Wahrheit gehört auch, dass Griechenland jedenfalls eine Entwicklung nicht ohne Transfers haben wird. Auch das ist klar. Griechenland wird in der Eurozone bleiben und dann ist völlig klar, sozusagen, das kennen wir auch aus deutsch-deutschen Erfahrungen, ne? Also die D-Mark wurde eingeführt in der DDR mit entsprechenden Konsequenzen. Ohne Transfers wird es da entsprechend nicht gehen. So, und deswegen würde ich bitten darum, ne, bei der Mindeststandarddebatte nicht schwarz-weiß zu diskutieren, sondern sich tatsächlich genau anzugucken, was wir da brauchen. Auf jeden Fall brauchen wir da ein faires Miteinander und keinen schädlichen Wettbewerb. Und davon haben wir deutlich noch zu viel innerhalb der Europäischen Union, auch innerhalb der Eurozone. Und ein Punkt noch, weil du eben sagtest, da ist zu viel Exekutive jetzt schon. So, das ist ja richtig, da bin ich ja auch der Meinung. Aber Fakt ist ja, dass in der Eurozone das Hauptproblem ist, es ist eben auch noch zu viel Nationalstaatlichkeit. So, und mir geht es da schon darum, das zu vergemeinschaften. Wenn Sie eben davon gesprochen haben, das soll immer auf die europäische Ebene, hat er entschieden, dann hat letztlich entschieden der Europäische Rat, also die Nationalstaaten. Und es waren eben nicht die europäischen Institutionen, die da etwas machen konnten. Deswegen brauchen wir da deutlich mehr Vergemeinschaftung mit einer entsprechenden Anbindung als Europäische Parlament und nicht weniger. Frau Paus, Sie müssen ein bisschen früher gehen, deswegen würde ich Ihnen jetzt gerne eine Frage stellen, bis mir jemand wieder beispringt hier und mit in die Runde reinkommt. Kommen wir mal zum EU-Gipfel am Wochenende. Die SZ hat ja getitelt, auf der Tagesordnung steht die Zukunft der EU. Die Hoffnung war ja großer Befreiungsschlag, dann war irgendwie klar, wird es vielleicht doch nicht, dann brachen die Börsen ein. Wie sehen Sie den EU-Gipfel dieses Wochenende aus Ihrer Einschätzung? Der wird eventuell verschoben, haben Sie gerade wo gelesen? Ja, ja. Okay, genau. Morgen war ja die Regierungserklärung geplant gewesen und? Okay. Es gibt keine Entscheidung über den Hebel. Frau Paus zückt schon ihr iPhone, guckt nach. Sie haben auch dabei. Okay, ja, vielen Dank für diese Non-Stop. Verändert sich die politische Lage. Ich habe ja eben schon deutlich gemacht, es ist eben natürlich sehr knirsch und die Wogen schlagen da hoch und ich finde, das ist eine weise Entscheidung, ehrlich gesagt, weil die Zeit, die muss sein und die brauchen wir, um eine vernünftige, tragfähige Entscheidung zu treffen. So, also okay. Von daher, also klar ist, die wollen tatsächlich auf diesem EU-Gipfel Nägel mit Köpfen machen. Das Griechenland-Problem soll in einem größeren Gesamtpaket gelöst werden und dafür braucht es eben entsprechende Vorbereitungen für diese Entscheidung. Vielleicht will der Herr mit dem iPhone mal kurz in die Runde kommen und noch mehr dazu erzählen. Nehmen Sie mal ein Mikrofon bitte, damit man Sie alle hört. Ich kann das ja auch nur vorlesen, was die Nachrichtenagenturen erzählen. Und da steht eben, Frau Merkel hat für morgen die Regierungserklärung abgesagt. Die Unionsfraktion wird morgen noch vor 9 Uhr eine Fraktionssitzung machen. Da wird Merkel erklären, warum und wieso. Der Gipfel werde am Sonntag die nötigen Entscheidungen weiter vorbereiten, aber nichts entscheiden können. So, also es gibt keine Entscheidung am Wochenende. Die Börsen reagieren entsprechend. Ja. Also es war vorhin waren es irgendwie mal 3% im Minus, aber es trifft uns nicht. Ja. Aber es ist natürlich schon eine Botschaft, dass
diese Entscheidung in so einem Zustand von Kommunikation getroffen wird. Das finde ich schon erschreckend. Und aber ich bin ja jetzt nicht mehr in der Verantwortung, im Parlament dazu was sagen zu müssen. Da ist Lisa. Okay. Ja, das freut mich eigentlich jetzt ganz, dass das jetzt so gekommen ist, weil ich möchte nochmal auf den Titel auch verweisen von der Diskussion. Und ich habe mich an Habermas erinnert, der ja entgegen den Journalisten, den Politikern, den Experten, den Wissenschaftlern den Typus des Intellektuellen mal definiert hat, als jemand, der einen avantgardistischen Spürsinn für die Relevanzen hat und auch jenseits des Tagesgeschäfts vielleicht mal kritisch irgendwie Dinge voraussehen kann oder Ideen auch kreativ präsentieren kann. Und da würde ich jetzt einfach gerne mal die Runde fragen, jetzt nicht wieder nach der Finalität oder jetzt dem einen Konzept, wohin soll es gehen, aber doch ein bisschen, gestern war es, glaube ich, wurde auch die europapolitische Emphase in Deutschland abgekanzelt, als ob das irgendwie alles ein Einheitsbrei wäre, so ob kein Streit mehr geben kann, kein Diskurs mehr über die politischen Konzepte zu Europa, weil in Deutschland alle ja eh irgendwie für Europa sein. Ich finde, ich bin eher schockiert Tag für Tag mehr, wie wenig diese europapolitische Emphase noch aktuell ist und wie auch im Parteienspektrum eigentlich da immer mehr Vorsicht herrscht. Ich würde es mir auch von den Grünen wünschen, auch als Mitglied, dass man vielleicht diese europapolitische Emphase noch etwas mehr artikuliert, aber eben ja auch mit Konzepten füllt. Also jetzt nicht, es ist ja jetzt also zu Recht jetzt debattiert worden, wie schwer die ganzen aktuellen Entwicklungen, Konzepte, Wege sind oder sein könnten. Aber dass man vielleicht doch ja auch eine Vision formulieren muss, für die man auch streiten kann, für die man dann auch wieder Bürger und die Öffentlichkeiten überzeugen kann, eventuell diese Europa-Emphase auch wieder in einer breiteren Mehrheit dann in Deutschland und in ganz Europa zu haben. Danke. Kommt noch jemand rein in die Runde? Sie können gerne das Mikrofon haben. Wollen Sie gleich eine Anschlussfrage stellen oder? Ja, ich habe aufgrund der enorm geladenen Situation, jetzt komme ich doch auf meine alte Frage, aber in neuer Form, nämlich Ralf hat es angedeutet mit der Exekutive und den institutionellen Mängeln. Du drückst es aus hier, Frau Merkel kann jetzt hier nicht so schnell machen, wir müssen diskutieren. Aber dann frage ich mich, wir sitzen hier bei einer Europadebatte und nicht bei einer nationalen Entscheidung, wo Frau Merkel zu schnell macht. Und wo kann ich mich denn jetzt eigentlich als europäische, einigermaßen europäisch gebildete Bürgerin heute in welcher Parlamentsdebatte, in welcher Mediendebatte, in welcher Stiftungsdebatte darüber informieren, wie erstens das griechische Parlament heute entschieden hat, da war nämlich eine ebenso wichtige Entscheidung, nämlich die, ob diese Sozialabbaumaßnahmen, so muss man sie ja wohl nennen, ich weiß nicht, wie stark jetzt auch Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und gegen Korruption und Besteuerung der Superreichen eigentlich damit drin sind. Also zum Beispiel sowas, ich finde also, ich fühle mich nicht informiert, weder was die Hebel sind, wo ich das erste Mal vor 10 Tagen immerhin von gelesen habe und dachte, passen die Grünen da auf. Aber ich fühle mich über die europäischen nationalen Debatten und was jetzt eigentlich im Sozialabbau-Ding drin ist, nicht informiert. Und die Frage ist, wer im Europaparlament oder wer in den nationalen Parlamenten nimmt eigentlich jetzt eine Vermittlungsfunktion wahr gegenüber den Griechen? Man kann ja schön auf die Bild-Zeitung schimpfen, auf Frau Merkel schimpfen, aber ich habe immer gefragt, also muss ich jetzt eigentlich nicht eventuell nach Griechenland fahren und dazwischen Parlament und Demo vermitteln, weil wer prägt jetzt in Griechenland eigentlich das Bild über die deutsche Debatte? Wer prägt, verstehst du, so, ne? Es ist eine europäische Entscheidung, wir wollen dabei mehr Demokratie, aber mir reicht es überhaupt nicht, dass ihr jetzt in 2 Tagen euch über den Hebel informiert. Ich möchte da wirklich insgesamt mehr wissen, wer, wie, mit welchen Fragen, mit welchen Finanzkenntnissen, mit wirklich welchen finanzpolitischen Kenntnissen und mit welchen Kenntnissen über den Erhalt der Minimalstruktur von Sozialstaat hier eigentlich wo für uns entscheidet. Wer möchte antworten, Herr Füchs? Ich will mal was zum Letzten sagen. Also ich meine, Information ist nicht nur eine Bringeschuld, Information ist auch eine Hohlschuld. Und ich meine, im Zeitalter des Internet ist es ja nun die letzte Schwierigkeit, sich zu informieren. Ich dachte, die Frage würde darauf rauslaufen, wie kann ich das beeinflussen? Das ist noch tatsächlich eine ganz andere Frage. Aber
ich meine, ich habe auch keine privilegierten Informationsquellen und habe trotzdem nicht den Eindruck, es gäbe jetzt einen Mangel an Informationen. Es gibt vielleicht einen Mangel an Durchblick. Das ist aber nochmal was anderes als ein Mangel an Bescheidwissen, sozusagen. Das ist eigentlich nicht unser Problem, sondern wirklich zu verstehen, was stattfindet. Das ist eigentlich das Problem und ich kann mal jetzt sagen, ist nicht gelungen, würde ich nicht teilen. Ich meine, so eine Veranstaltung wie hier, dass über anderthalb Tage sehr ernsthaft über europäische Probleme gesprochen wird, das ist ja weniger eine Informationsveranstaltung, sondern gerade der Versuch, sich einen Reim auf die Dinge zu machen. Also zu verstehen, was stattfindet, eine eigene politische Orientierung zu gewinnen, die einen dann auch handlungsfähig macht. Und so verstehe ich unsere Aufgabe und die versuchen wir nach Kräften zu erfüllen. Und das hat auch was zu tun mit dieser Reklamation mehr europäische Emphase. Ich meine, das ganze Projekt, das in diese Konferenz mündete, nämlich eine Kommission von 50 Leuten, fast ein Jahr damit zu beauftragen, an Ideen für Europa zu arbeiten. Das war ja, sagen, der Auftrag. Entwerft mal eure Vorstellungen, wohin die Reise gehen soll, was die Schlüsselprojekte sind, die gemeinsamen europäischen Vorhaben, mit denen man wieder die Bürgerinnen und Bürger für Europa begeistern und gewinnen kann. Und schreibt uns mal auf eure Ideen zu dem, was europäische Demokratie bedeuten kann. Ja, das ist ja genau das, über den Tag hinaus zu versuchen, ein paar Horizonte aufzuzeigen und Handlungsmöglichkeiten, die auch wieder mehr Identifikation mit Europa erzeugen. Wollen Sie mit reinkommen? Also ich wollte dem Intellektuellen noch auch noch ein bisschen was antworten. Also die Europa-Emphase oder ne, dass wir proeuropäisch sind, das steht bei Grüns nicht in Frage. Das ist völlig klar. Da sehen wir auch unsere Verantwortung und auch unseren Job. Und also das war immer unstrittig. So, wir hatten und haben ja einfach damit zu tun, dass wir in Deutschland zumindest am Anfang bei dieser Griechenland und eben ja eigentlich eben nicht Griechenland, sondern Euro-Staatsschuldenkrise und eigentlich auch nicht Euro-Staatsschuldenkrise, sondern eben Weiterführung der internationalen Finanzkrise, hatten wir das Problem, dass wir am Anfang in Deutschland eine rein chauvinistische Debatte hatten. Ja, so. Also die FDP und Herr Schäffler vorneweg, ne, die Griechen sollen erstmal ihre Inseln verkaufen und ne, die sind ja auch so, die haben länger Urlaub und mehr Pensionen und so weiter, auch wenn das irgendwie alles so nicht stimmt. Ja, aber das war ja die Debatte und da war natürlich völlig klar, dass man diesem Chauvinismus ne, klar proeuropäische Haltung entgegensetzen muss. So, momentan haben wir es aber auch ja jetzt wachsend auch die Debatte von links. Ja, also die Linkspartei hat immer dagegen gestimmt, aber es wundert jetzt einen niemand mehr. Aber der Punkt ist ja, dass sozusagen gesagt wird, eigentlich, und da ist ja auch was dran, rettet ihr ja nicht nur, habt ihr nicht Griechenland gerettet, sondern es wurde ja eben schon darauf hingewiesen, insbesondere die deutsche Bundesregierung hat natürlich damals auch dieses Paket so schnell auf die Beine gestellt, weil sie wussten, wenn das nicht kommt, dann haben wir jetzt hier und gleich eine HRE, die 11 Milliarden Euro zusätzlich braucht, eine Landesbank Baden-Württemberg, die 1 Milliarde Euro mehr braucht, eine WestLB, die auch noch 1 Milliarde braucht und so weiter. In der Summe sind es, ne, zwischen 10 und 20 Milliarden, die alleine in Deutschland Banken sofort versenkt hätten, weil sie eben griechische Staatsanleihen hatten und das eben entsprechend dazu geführt hätte, sie hätten es natürlich nicht stemmen können und der deutsche Staat hätte eben entsprechend einspringen müssen. So, das war die Alternative, darüber ist nicht debattiert worden. Also gibt es aber inzwischen einen Anschwellen Diskurs von links. Es geht hier ja gar nicht um die europäische Frage, sondern was ihr eigentlich macht, ist doch nach wie vor Banken pampern und das muss irgendwie mal aufhören. So, und dagegen muss man sich eben auch zur Wehr setzen und diesen Spagat, das ist eben nicht so einfach. Und deswegen diskutieren wir eben auch. Solidarität ist für mich übrigens ein durch und durch grüner Begriff und ich fand mich auch immer bestätigt, weil bei Umfragen erstaunlicherweise eben dieser Begriff unter grünen Anhängerinnen und Anhängern mehr Zuspruch findet als bei den klassischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und selbst bei den Sozialisten. Ja? Also Solidarität ist, finde ich jedenfalls, ein sehr guter, weil eben tatsächlich urgrüner Begriff. So, aber wir sagen eben wahrscheinlich mehr Europa wird da nicht ausreichen. Einfach darauf verweisen, damals war Krieg und seitdem hatten wir grosso modo Frieden, wird wohl nicht ausreichen. Weil wir tatsächlich aktuell erleben, auch
wie die Kommission teilweise negativ wahrgenommen wird, Stichwort EU-Dienstleistungsrichtlinie beispielsweise, hat ja doch zu einigen Irritationen geführt, was das soziale Europa angeht. Und auf der anderen Seite wurde ja schon darauf hingewiesen, zumindest hätte ja die Kommission und hätte auch die EZB lauter rufen können, in den ganzen, also sie hat auch, es gab auch ein Versagen. So, deswegen, mehr Europa ist nicht die Antwort, die da ausreichen wird, sondern man muss sich schon drei Gedanken mehr machen. Jetzt muss ich erst aufhören und rede dann nachher noch zu der Frage von Herr van Amel, will noch kurz einen Satz sagen und dann ist endlich die Dame dran, die hier schon die ganze Zeit neben mir sitzt. Es sind anderthalb. Wer im Augenblick Emphase einfordert, muss einfach nur auf den britischen Premierminister David Cameron hören. Der empfiehlt uns die Vereinigten Staaten von Europa, wie sein Vorvorvorvorgänger Churchill das nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens auch getan hat. Klammer auf, unter Ausschluss der Briten. Ja. Den Satz, den ich aber zur Sache sagen wollte, auch immer mit Blick auf die Emphase. Ich lese ihn einfach vor. Die Europäische Union fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Wer hat das gesagt? Der Vertrag von Lissabon, Artikel 3. Wir haben die Emphase. Wir haben sie schwarz auf weiß reingeschrieben. Unsere Politiker haben nie richtig nachgelesen, was sie eigentlich unterschrieben haben. Ja. Und wer diesen Satz vollkommen ernst nimmt, der ist längst auf dem Weg dessen, was Cameron uns empfiehlt. Ob man das so nennt oder nicht, ist vollkommen egal. Wer den wirtschaftlichen, sozialen, territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten wirklich befördern will in diesem Europa, der muss nicht lange suchen gehen, um den Hebel für Emphase zu entdecken. Wir müssen einfach nur vertragstreu bleiben. Und dann natürlich, da bin ich vollkommen bei Ihnen, vielleicht über manche Sache zweimal, dreimal nachdenken, weil die schnellen, einfachen Antworten sind es nicht mehr. Ja. Bei der Ausführung, aber nicht bei der Zielsetzung. So, das waren 5 Sätze. Bitteschön. Ja, also ich hätte eigentlich 3 Anmerkungen, Fragen klein. Die eine würde ich ganz gerne und die erste an Frau Paus richten. Und zwar, ich bin sehr für mehr Demokratie in Europa und ich bin auch sehr dafür, dass wir Wege finden, wie wir Parlamente klüger, das heißt in die Gestaltung mit einbeziehen können, dass man endlich aus dieser Blockadedebatte rauskommt. Andererseits gibt es aber auch einen Satz, der vermutlich auch nicht ganz falsch ist, in der da heißt, Krisenzeiten sind die Zeiten der Exekutive und nicht die der Parlamente. Und dann hört man immer wieder danach und die Parlamente kommen immer nur um die Ecke und fangen an, sich zu interessieren und sich wirklich zu engagieren, wenn die Luft brennt. Ich sage es extra so ein bisschen, weil viel in die andere Richtung diskutiert worden ist. Ich muss gestehen, dass bei aller Sympathie und bei allem Einsatz, den ich für diesem Thema, glaube ich, auch zeige, dass ein Vorwurf ist, den ich einfach je länger ich drüber nachdenke, nicht ganz in die Ecke verweisen kann. Und was mich eigentlich interessiert, jenseits des Vorwurfes, ist natürlich, wie kann man denn aus Ihrer Sicht in die Richtung arbeiten, dass man in diese Logik halt einfach nicht wieder verfällt. Nämlich, dass jetzt sozusagen, wo es natürlich ganz, ganz kritisch ist und wo alle im Augenblick natürlich auch hinschauen müssen und ich auch verstehe, dass jetzt irgendwie der Einsatz da ist und so weiter. Aber wie kann man, dass man, wenn man rausgeht, wenn das Thema wieder aus den Medien fällt, wenn es wieder nicht ganz oben steht, wenn es wieder nicht jeden unter den Nägeln brennt, dass es dann wieder sozusagen nach unten rutscht und eigentlich letztlich, sagen wir, die wirklich durchschlagenden Arbeiten, auch wie können wir uns besser damit auseinandersetzen, einfach nicht passieren. Das würde mich sehr interessieren. Zum Thema, machen wir dann eine kurze Pause und lassen einfach antworten. Ach so, ja. Weil wir haben nämlich gar nicht mehr so lange. 10 Minuten haben wir noch. Gut. Also dann haben wir noch 8 Minuten, dann doch am Stück. Okay. Herr Füchs, weil Sie eben davon sprachen, die EZB und Verlust der Unabhängigkeit oder Risiko des Verlustes der Unabhängigkeit. Es ist einfach eine Frage, die ich stellen muss, weil es mich einfach nicht ganz verlässt. Ich habe bisher den Zusammenhang noch nicht gesehen. Also warum die EZB ihre Unabhängigkeit aufgegeben hat, in dem Augenblick, in dem sie eigentlich genau das getan hat, was alle sagen, was sie nicht tun soll. Eigentlich gegen den Mainstream-Diskurs gesagt hat, sozusagen in eine Aktionslücke gesprungen ist. Und von welcher Seite da eine Beeinflussung, also von welcher politischen Seite da sie eine Beeinflussung unterliegt. Und das Zweite ist, wir reden viel über Solidarität, finde ich einen total tollen Begriff. Ich habe nur ein bisschen den Eindruck, dass wir ganz stark in falsche Solidaritätsmuster fallen, Südländer gegen Nordländer. Ich frage mich, also so, das ist ja der Solidaritätsdiskurs, der da getan wird und wie man irgendwie
da rauskommt. Gut, dann würde ich vorschlagen, nehmen wir auch Sie noch dran und sammeln. Herr Füchs schreibt auch schon mit. Hallo? Ist an. Jetzt. Nur eine ganz kurze Frage. Wir haben ja vorhin gehört, dass es praktisch mit der Schuldenkrise ein Endlosband ist. Man kommt nicht mehr raus. Deswegen meine Frage, was muss getan werden, damit man endgültig aus diesem Dilemma rauskommt? Danke. Die Herkulesfrage am Schluss. So, wer möchte darauf antworten? Erster Name? Frau Paus, Sie haben gerade gesagt, doch, man kommt da wieder raus. Also. Ich okay. weiß es nicht. Sie wünschen sich ja von Ich weiß es nicht. Ich gebe eine ganz kurze Antwort. Ich weiß es nicht. Wir haben den Konflikt klar vor Augen. Der Konflikt, Sie haben es ganz am Anfang beschrieben, ist der zwischen nicht den Banken, ja, sondern der Finanzwelt. Ich verweigere den Begriff Finanzmärkte, weil das sind keine Märkte für mich. Finanzwelt und politische Welt. Das ist wie im Western, klassisch. Ja. Beiden steht die Sonne ins Gesicht und beide haben einen Revolver im Holster stecken und müssen irgendwann ziehen. Ja. Und jetzt fragt man sich, hat der eine schon gezogen, der andere ist tot und weiß es nur noch nicht? Ist eine mögliche Interpretation, schießen sich gegenseitig tot und wir bleiben auf der Strecke? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, das ist die Duellsituation, die wir seit 30 Jahren ja, vor Augen haben und die jetzt tatsächlich Main Street in einer staubigen Westernstadt tatsächlich stattfindet. Man merkt, dass Sie Journalist waren. Eine Art zu erzählen. Herr Füchs, Herr Hoffmann wünscht sich eine Antwort von Ihnen. Also ich habe nicht die Telefone überwacht in die Europäische Zentralbank, aber es war ja offenkundig, dass es einen massiven politischen Druck gegeben hat aus Deutschland, Frankreich und noch einigen anderen Staaten, dass die EZB eingestiegen ist in den Kauf von Staatsanleihen. Das war in der akuten Krisensituation vermutlich notwendig, weil es keinen anderen Akteur gab, der in dieser Zeit dazu in der Lage war. Das kann aber auf Dauer auf jeden Fall nicht weitergehen und es scheint so, dass die EZB das auch inzwischen klar signalisiert, dass sie nicht zur Verfügung steht auf Dauer als der Garantor letzter Instanz für die europäischen Staatsschulden. Was die Frage solidarisch mit wem angeht, natürlich gibt es die Gefahr einer Blockbildung. Aber wir sind in einer Situation, in der es eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen Starken und Schwachen gibt innerhalb der Europäischen Währungsunion. Das ist ja genau das Spezifische, dass sozusagen die Schwachen eine ziemliche Destruktionskraft haben, genau, ja, und sagen, das ganze Finanzsystem mit zum Einsturz bringen können, an dem auch die Starken hängen. Das gilt übrigens auch, ich würde dieses Showdown-Bild nicht so ganz teilen, für die Wechselwirkung zwischen Finanzindustrie und Politik. Da gibt es eine massive gegenseitige Abhängigkeit in vieler Hinsicht. Natürlich geht es um die Frage, wer letztlich die Richtlinien setzen kann, ob die Finanzindustrie die Richtlinien für die Politik setzt oder die Politik die Leitlinien für die Finanzindustrie setzen kann. Und wie wir aus der Schuldenkrise rauskommen, ich meine, abstrakt ist das einfach. Es gibt zwei Antworten darauf. Wir müssen die Schulden reduzieren und das Wachstum steigern. Spannend wird es nur, wenn es darum geht, wie. Und das ist aber eine andere Veranstaltung. Zum Abschluss der Freitag. Frau Paul, Verzeihung. Genau, das ist analytisch völlig richtig, das muss ich jetzt gar nicht weiter ausführen. So, ich wollte noch
Übrigens, um mich hier nochmal kurz zu outen, also ich habe Volkswirtschaft studiert, um mich hier nochmal kurz zu entblöden. Krisenzeiten sind Zeiten der Exekutive und da hat das Parlament jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen. Es klang schon an, dass wir gerade in der aktuellen Krise ein massives Problem auch bei der Frage Kompetenz in der Exekutive haben. Egal in welches Ministerium Sie schauen. Ja? Weil die bisher eben mit diesen Themen auch schlichtweg nichts zu tun haben, auch wenn sozusagen irgendwann sie im Studium oder sonst wie auch schon mal irgendwie drei Worte davon gehört haben. So. Ich bin geprägt als Berliner Abgeordnete von der Berliner Erfahrung Bankenskandal 2001. Bankenrettung Berliner Bankgesellschaft. Und da habe ich es eben erlebt, wie wichtig es war, dass das Parlament sehr intensiv begleitet hat, die ganze Umstrukturierungsphase, weil in jeder einzelnen Phase gefeilscht wird, wie viel wird abgewickelt oder wie viel kann man nicht doch noch retten. Da kommen Beschäftigteninteressen, da kommen sonst die Interessen rein. Es war ein massiver und natürlich dann eben auch die Drittgläubiger Interessen kommen da rein. Und wenn die Exekutive dem allein ausgesetzt ist, dann sind die Ergebnisse andere, als wenn die Exekutive immer darauf verweisen kann, wir haben da auch noch ein Parlament im Nacken und die müssen das auch irgendwie noch mitmachen. Das ist ein Unterschied. So, und ich erlebe eben auch jetzt zum Beispiel massive Kritik aus der Bankenwelt, wie beispielsweise die Rettung der Commerzbank gelaufen ist, durch den Bankenrettungsschirm. Da sagen Experten mir, nicht der einfache Bürger, Experten mir, was hat sich die Bundesregierung da über den Tisch ziehen lassen? Ja, wie viel hat uns das gekostet und wie wenig haben wir dafür bekommen. Genau, und das hängt auch meines Erachtens eben damit zusammen, wie dieser Bankenrettungsschirm konstruiert worden ist und dass es eben wenig, praktisch keine Parlamentsbeteiligung da und entsprechende Kontrolle gegeben hat. Und gerade deswegen beharre ich darauf, gerade jetzt sind eben, natürlich muss die Exekutive handeln, aber gerade jetzt ist sie auch angewiesen auf ein starkes Parlament und auf eine starke parlamentarische Kontrolle. So, und ansonsten übrigens arbeiten die Ausschüsse schon. Das ist nicht so, dass die Medienlandschaft sozusagen agiert anders, aber dass das grundsätzlich das Parlament ansonsten zu faul ist zum Arbeiten, nicht, sondern ist ja eher so, dass wir da über jede Kleinigkeit noch drei Runden drehen. Also da ist mein Eindruck ein anderer. So, Eva nochmal zu der Frage Information. In der Tat, es gibt das Internet. Es gibt intensive Reisetätigkeit zwischen deutschen Parlamentariern, griechischen Parlamentariern. Es gibt Briefwechsel, es gibt Besuche der Botschaften und so weiter. Ich habe gerade hier in meiner Tasche den aktuellen Bericht der Troika, wo es jetzt eben darum geht, soll die nächste Tranche ausgezahlt werden. Troika spricht sich ja jetzt dafür aus. So, wie sehen die Bedingungen aus? Das ist durchaus nachzulesen. Die werden ja entwickelt eben in dieser sogenannten Troika, IWF, Kommission und EZB. Das ist jetzt schon einigermaßen transparent und da wird auch im Deutschen Bundestag drüber geredet. Das Europäische Parlament ist schlichtweg draußen wegen der Konstruktion. Da würde ich jetzt aber auch sagen, ich finde sie nicht gut, die intergouvernementale, aber das war jetzt kurzfristig tatsächlich nicht anders machbar, weil der Europäische Vertrag es ansonsten nicht hergegeben hätte. Und jetzt darf ich wieder nichts sagen, aber ich würde doch noch kurz ein Stichwort. Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Ich weiß, das ist ein Dogma, das ist aus dem deutschen Gen wahrscheinlich nicht wirklich rauszukriegen. Aber, und ich bin da in meiner Fraktion auch hoffnungslos in der Minderheit, aber ich habe momentan schon ein bisschen die Frage, inwieweit in der aktuellen Situation wirklich ein EFSF, der gegen den momentan jedenfalls immer noch spekuliert werden kann, wo man immer noch austesten kann, ne, ist jetzt der Hebel, also ist jetzt diese 440 oder eben das Vierfache oder Sechsfache oder Zehnfache, das kann man ausrechnen. Und da kann man gegen spekulieren. Und das ist eben das zentrale Problem der Konstruktion aktuell. Ich bin jedenfalls momentan, ich denke darüber nach, inwieweit eben da nicht doch eine Lockerung, zumindest eine zeitweilige Lockerung der Unabhängigkeit der Zentralbank, nicht auch eine Variante ist, die man ernsthaft in Erwägung ziehen sollte. Ich sehe die politischen Durchsetzungschancen allerdings aufgrund der deutschen Geschichte da doch sehr gering. Gut, wir müssen hier einen Schlusspunkt setzen. Während wir hier saßen und anderthalb Tage diskutiert haben, haben wir schon gemerkt, es sind alle möglichen Dinge in der Welt passiert. Um Ihr Showdown-Bild zu ergänzen, die Wochenzeitung Der Freitag kommt heute raus mit einem Titelbild, wo man Sarkozy und Merkel sieht, haben Sie es gesehen, mit einem verwegenen Euro-Stirnband und man sieht Pistolen auf den jeweiligen Kopf gerichtet mit der Überschrift Europäisches Roulette. Man sieht aber leider nicht, wer diese Pistolen eigentlich hält, ob sie das selbst tun oder andere. Müssen wir gucken. Vielen Dank für den Fischbuch, vielen Dank für Ihre Fragen, für Ihre Antworten, vor allem für die anderthalb Tage.
Und ich übergebe das Wort an Herrn Füchs. Und ich schließe mich diesem Dank an, vor allem auch an Sie, das Publikum, an diejenigen, die durchgehalten haben bis zum Ende. Ich hoffe, Sie sind belohnt worden durch diese Schlussrunde. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Konferenz organisiert haben und den ganzen Vorlauf der Kommission. Natürlich bei der Kommission selbst. Und last not least bei unseren Übersetzerinnen und Übersetzern. Und die nächste Europa-Veranstaltung kommt bestimmt. Dankeschön.